Ja, das ist jetzt die große Frage, ob es wirklich Steam ist, weshalb wir hier mindestens 200 als Ping haben. Ja, was ich gerade sagen wollte, was sehr lustig werden wird. Ich habe jetzt die ersten 3, 4 Runden habe ich schon dankend abgelehnt. Da waren zwar alles diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt hier, diese neue Survivorin, waren zwar überall drin, aber ja, das ist überall ein knallroter Ping gewesen von 400 bis 500 aufwärts. Und ganz ehrlich, das muss ich mir nicht antun. Wahrscheinlich wird jetzt die erste Runde eine totale Katastrophe, aber da es wirklich die allererste Runde ist, möchte ich das jetzt mal aufnehmen. Ich muss jetzt schon lachen, weil ich irgendwie es total im Urin habe, dass dort jetzt eine totale Nullrunde wird. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele DCs drin wie den kompletten Tag heute, weil ja, es waren einfach viel zu viele. Oh Scheiße. Und wir sind natürlich direkt auf der neuen Map. Ahnungslos. Ja, das ist. Ich bin ahnungslos. Das stimmt, weil ich habe absolut keine Ahnung. Es ist Freddy. Oh, das ist sehr schön, oder? Doch, es. Bin ich doof? Es ist doch Freddy, oder? Es ist Freddy. Was hat denn da für ein Farbpinsel mit dabei? Den habe ich bisher noch nie gesehen. Oh, Freddy, nerv nicht. Na, möchtest du sie in den Keller bringen? Anscheinend nicht. Okay, aber sie hängt direkt neben mir. Das ist schon mal gut. Also für mich jetzt gut zum Retten. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier laufen muss oder wo ich hin muss. Oh Baby, das ist cool. Kates rette ich immer sehr, sehr gerne. Ja, dann halte ich selber. Da hinten ist sie. Okay. Jetzt heißt es natürlich fleißig erstmal suchen, wo die Gens überhaupt sind. Das ist natürlich. Ich hätte mir vielleicht mal im Vorfeld die Videos dazu angucken sollen. Ich habe mir ein, zwei Videos vom Gameplay selber angeguckt, aber natürlich nicht, wo dann die. Ich meine, ich höre hier irgendwo einen Gen. Wo dann die Gens sind. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, es ist irgendwas richtig Böses, was ich hier kaputt mache. Fick dich! Entschuldigung. Da ist ein Djinn. Ich hab doch gesagt, ich höre was. Kann ich hier. Ich kann den irgendwo weg, okay. Sie ist runtergeholt worden, das ist schon mal sehr gut. Wir haben bisher noch keinen einzigen Gen hingekriegt. Das ist natürlich richtig scheiße. Also wenn ich da an die Runden vorher denke, wo es dann teilweise wirklich, ja, man kann schon sagen, Gen Rushes. Gen Rushes? Gen Rushes? Ja, ist blöd mit dem S am Ende. Gewesen sind. Dann, denke ich, wird das jetzt ein hartes Los. Ich denke mal, der teleportiert sich jetzt. Oder auch nicht. Schätzchen, ich hoffe, dass bei dir jemand ist. Sehr gut. Ich habe nämlich jetzt noch keine guten Perks dabei. Also, ja, was heißt keine guten Perks? Ich habe Adrenalin dabei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich habe die jetzt auf einen Schlag bis Level 35 erstmal freischalten können. Oh, ich glaube, ich habe da hinten. Ja, da ist er. Hinten rechts, beziehungsweise geradeaus. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Unbeugsam, oh, hat die mich jetzt erschreckt. Unbeugsam ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich kann schnell schleichen. Das ist auch super. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt oder nicht bringt. Keine Ahnung. Ja, sind aber. Erstmal gucken, wo ich hier dann wieder raus kann. Und ich kann mich selber heilen. Genau, das wollte ich noch gesagt haben.
Eieiei, ich muss mich jetzt hier richtig konzentrieren auf die erste Runde. Die allererste Runde, die ich mit der neuen Survivorin, die ich, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, mache. Nachdem dann knapp anderthalb Stunden nichts ging auf Steam, also man konnte nicht bezahlen und nichts, man konnte nichts kaufen. Okay, man konnte hier das Kapitel nicht kaufen. Das war ein riesen Andrang anscheinend und keiner konnte auf PayPal oder sonstiges drücken. Also wir haben mit mehreren Leuten probiert, es tat sich nichts. Aber das ist schön, dass du mir hilfst. Ich habe auch einen sehr schönen Ausblick hier gerade. Ja. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Das schaffen wir. Tschüss. Ah, ich habe gedacht, die ist hinter mir gewesen. Deswegen wollte ich da jetzt... Ach so, scheiße, ich habe ja gar keinen... da muss ich versuchen, ihn irgendwie wegzulocken. Hallo, ich bin überhaupt nicht da durchgelaufen. Was war das denn? Ich habe ja auch Selbstheilung, fällt mir gerade ein. Ich habe keine schlechten Perks freigeschaltet, aber es ist halt alles noch ziemlich erstrangig. Und Adrenalin habe ich immer dabei, Unbeugsam habe ich eigentlich auch immer dabei, Selbstheilung habe ich eigentlich nie dabei. Sollte ich mir aber vielleicht mal angewöhnen, wenn ich mit Randoms spiele. Okay, ich versuche dich gleich zu holen, aber ich muss mich erstmal heilen, Schätzchen. Oder auch nicht. Hallo, ich möchte gehen können. Kämpft der jetzt hier? Nein, er kämpft nicht. Soll ich dich heilen? Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du weglaufen wolltest. Ich verballer einfach mal mein Sani-Köfferchen an dich, okay? Fummeln ist immer gut. Natürlich nicht, wenn der Killer jetzt gerade in der Nähe ist oder rüberkommt. Ja, du brauchst mich nicht wach machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo noch ein Gen sitzt. Da ist noch einer. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da ist jemand dran. Also ich hoffe, dass sie jetzt retten geht. Also die andere. Nein! Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los, Mädel? Ey, die hat den platzen lassen, nicht ich. Geh auf sie. Okay. Sie hat sich da jetzt natürlich schön versteckt. Nein, ey. Ich wollte mich gerade umschauen. Okay. Freddy wollte mal eben oben... meine Mitstreiterin besuchen, ist mal eben kurz durch den Boden hochgeflogen. Kein Problem. Er ist noch hier. Pass auf. Nein. Achso, ich kann... Doch, ich kann mit ihr doch aufstehen. Nein! Du alter Drecksack! Ich habe gerade noch gesagt, ich kann mit ihr aufstehen und schon hebst du mich auf. Ah! Es ist immer das Gleiche. Aber ich habe ja nicht gehangen. Deswegen hängen wir einfach mal ganz cool eine Runde ab. Gucken uns mal die neue Survivorin an. Die gerade so ein bisschen betröppelt reinschaut. Ach, jetzt sind sie auch noch alle in der gleichen Ecke. Das ist nicht gut. Jammer nicht. Naja, jetzt darf sie jammern. Die andere... Ja, doch, sie setzt sich jetzt langsam in Bewegung.
Aber ich weiß nicht, ob sie gejagt wird. Weil Freddy hebt die eine nicht auf. Da war doch... Hä? Wieso hat die jetzt geschrien? Die wurde weder geschlagen, noch... kommst du mit? Oh, fuck. Okay. Da sitzt einer. Habe ich mich gerade erschrocken? Ich dachte gerade schon, der steht jetzt gleich auf. Ich meine, der neue Killer ist ja auch anscheinend so eine Art Zombie oder so. Keine Ahnung. Sieht zumindest so aus. Ja, die ganze Umgebung erinnert doch sehr an... ich darf nicht reden und gleichzeitig Skillchecks drücken. ja, an Dead by Daylight wollte ich gerade sagen. Das meinte ich aber gar nicht. An Red Dead Redemption. Genau, das wollte ich sagen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Also nur ist gut. Wir haben genau da hinten in der Ecke die drei Gens, die wir machen können. Und wo er jetzt wahrscheinlich auch hin und her läuft und die abläuft. Denke ich mal. Ich meine, der Fairness halber muss man ja sagen, was soll er auch sonst machen, außer uns jetzt wie Blöde suchen. Wo er ja eigentlich genau weiß, dass wir jetzt irgendwo in die Richtung gehen werden. War das jetzt Freddy da hinten? Ich bin mir nicht... ich bin mir nicht sicher. Hat sie jetzt geschrien oder war das jetzt hier auf der Map? Oh Mist, die hat den schon gemacht, okay. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh fuck. Das war jetzt ziemlich dämlich, aber ich muss dazu sagen, ich kann auch gerade meine Tastatur ganz, ganz schlecht nur bewegen. Irgendwo hier ist der andere, okay. Oh, fuck, da ist der Keller. Guten Tag. Ja, das passiert dann, wenn man sich in der Umgebung so überhaupt nicht auskennt. Geh bitte die andere holen. Ich kann nämlich aufstehen, du Piepenkopf. Da oben, der, den habe ich, glaube ich, gehört. Ich glaube, da ist irgendwas lebendig drin. Ach, da ist nicht Adler, Mist, jetzt bin ich gelaufen. Das war natürlich nicht so clever. Ich wollte jetzt nur den Barbecue, ehrlich gesagt, entkommen. Uff. Nein, sie ist auch noch tot. Scheiße. Jetzt geh doch endlich an mir vorbei. Damit ich in die entgegengesetzte Richtung gehen kann. Da ist er. Okay. Ja, dann hätte mir das natürlich auch nichts gebracht. Komm, häng mich auf. Bringt sowieso nichts. Ich würde aber trotzdem... er hat Mori dabei, oder? Hast du einen Mori dabei? Du hast keinen... Also, hast du einen Mori dabei? Hast du Mitgefühl? Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass du mich jetzt
Ja, ich bin ja auch schon aufgestanden, Mist. Ich guck mal in der Zeit hier, ob hier irgendwo die Klappe ist. Wenn ich sie zumindest hören würde, dass ich so ansatzweise schon mal wüsste, wo sie ist. Ja, ich hab Adrenalin. Mist, ich kann hier... Doch, ich kann hier doch rüber. Aber ich bin zu langsam. Ich meine, raus komme ich eh nicht mehr. Aber so habe ich wenigstens noch ein paar Punkte, dass ich gejagt werde. Ich will doch zumindest die Map mal ein bisschen sehen. Oh. Hier ist der Rand, so wie es aussieht. Uhu. Zeig mal den Ausgang. Ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Ich weiß noch nicht mal... ist das der Ausgang? Ich glaube ja. Lässt er mich jetzt raus oder hat er mich jetzt nicht gesehen? Aber ich gehe mal davon aus, dass er mich gesehen hat. Er ist ja hinter mir hergelaufen. Es könnte sogar sein, dass da hinten doch ein Ausgang war und ich ihn jetzt nicht gesehen habe. Ach, und er hat Blutwächter drin, so wie es aussieht. Na komm. Okay, er lässt mich... Lässt er mich raus oder lässt er mich nur aufmachen? Ja, es war... Achso, er hat mich raus... Ach, ich dachte, das geht noch bis hinten durch. Ah, okay. Okay, dann hätte ich mich ein bisschen vorher hingestellt. Na ja, gut. Erstmal nett bedanken. Ja, ich war auch am Überlegen. Gut, diesmal ist das Matchmaking mal ein bisschen besser, weil ich habe heute sehr, sehr oft mit Level 20er gespielt, obwohl ich auf Level 8 bin. Und das war dann doch ein bisschen, naja, man hat halt sehr viele Tunneler gehabt. Camper habe ich seltsamerweise gar nicht gehabt. Ja, da sagt er was. Okay, wir wünschen Ihnen auch nochmal eben viel Glück. Ja, hat ja doch noch ein gutes Ende gehabt. Ich guck mal eben nach, was das hier gewesen ist. Dieser rote Farbpinsel. Alle Überlebenden beginnen in der Traumwelt. Ach, das war das. Okay. Ach so. Gescheiterte Checks wecken die Überlebenden nicht, wenn sie in der Traumwelt sind. Ja, das Ding habe ich so, so selten gesehen. Auf meinen Freddy habe ich es, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Dass ich gar keine Ahnung hatte, was das war, weil er hat so viele Symbole gehabt und er hatte ja eigentlich auch verlängert die Öffnungszeit. Ach, ich dachte, es wäre Blutwächter gewesen, ja. Man sollte dann auch die Symbole noch ein bisschen kennen, die er hatte. Eiserner Griff hat er auch noch gehabt. Oh, Popguss, Wiesel. Aufgezehrte Hoffnung ist natürlich auch nicht ohne. Ist nichts dabei, was ich auf dem Freddy spiele, aber es sind natürlich Perks, die nicht ohne sind. Ja, war eine recht gute Runde, würde ich sagen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was wo ist. Das war wirklich das allererste Mal, dass ich diese seltsame Karte gespielt habe und ich hoffe, dass ich heute nicht nochmal so viele davon kriegen werde, von dieser Karte. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe auch, dass ich nicht so viele vom neuen Killer kriege. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich die nächsten Runden definitiv noch mit aufnehmen werde.
Und dann, ja, werden wir mal gucken, ob wir dann auch mal gegen den neuen Killer spielen. Ich meine, ich habe ja genug Blutpunkte gesammelt, dass ich direkt auf 35 hochleveln konnte. Also die Survivorin, nicht Zarina heißt die übrigens. Zarina Cassia. Nicht den Killer. Den Killer, muss ich ganz ehrlich sagen, den mag ich überhaupt nicht. Und naja, es erinnert mich so ein bisschen an Red Dead Redemption 2. Und das ist wiederum alles mit negativen Erinnerungen verbunden, weil er halt am Ende gestorben ist und Arthur ja diese ganze Saga im Endeffekt, also dieses ganze Spiel darstellt. Und ja, ich habe bis heute das letzte Kapitel noch nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja, wenn die Wunden verheilen, vielleicht spiele ich dann auch mal den Killer, aber ich denke es mal eher nicht, weil laut dem, was ich gesehen habe, fand ich ihn jetzt nicht so dolle. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.